Herzlichen Glückwunsch! Die vorletzte Woche der Online-Phase ist erreicht. Jetzt geht es darum, eigene Ideen zu entwickeln, die OER in eigene Geschäftsstrategie zu integrieren. Übrigens, die Inhalte dieser Woche sind für die Prüfung wichtig und relevant. Es besteht nämlich die Option, ein eigenes Konzept zur OER-Strategie als Prüfungsarbeit vorzustellen. Aber zurück zu Inhalten dieser Woche. Wir beginnen mit einem sehr spannenden Best Practice, wie OER, ohne im Fokus zu stehen, im unternehmerischen Kontext gelebt werden können. Dazu haben wir ein Interview mit Karl-Heinz Pappe vorbereitet, zu dem ich Sie jetzt schon sehr herzlich einlade. Im nächsten Schritt in dieser Woche werfen wir einen genaueren Blick auf weitere Finanzierungs- und Geschäftsmodelle. Danach geht es mit praktischen Beispielen von WBV, Tutori und L3T weiter. Wenn Ihnen die Begriffe, die Namen heute noch nicht sehr viel sagen, kein Problem. Die Videos bringen wie immer Licht ins Dunkle. Nutzen Sie diese Woche auch zum Nachdenken aus. Wie könnte Ihre persönliche OER-Strategie in Verbindung mit den bestehenden Geschäftsmodellen, Geschäftsstrategien aussehen? Das Ergebnis kann die Grundlage für Ihre Prüfungsarbeit sein. Es lohnt sich also, aktiv dabei zu bleiben, und wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg.